Ich fragte mich als alleinerziehende Mama mit meinen beiden Töchtern, soll ich jetzt wirklich bis zur Rente so arbeiten? Soll ich wirklich die Hälfte der Lebenszeit meiner Kinder abgeben an andere Erzieher oder Kindergärtner oder an den Hort? Und deswegen schaute ich manchmal nachts gelangweilt oder frustriert, nein, ich würde sagen genervt auf mein Handy und fand irgendwann eine Facebook-Anzeige und lernte, wie man innerhalb von 3 Monaten 100.000 Euro Umsatz macht, innerhalb von einem Monat oder sogar an einem Tag. Und das, was ich dort lernte, das habe ich gemacht. Und stell dir vor, ich habe genau das erreicht. Ich habe innerhalb von 3 Monaten 100.000 Euro Umsatz gemacht, innerhalb von einem Monat und sogar an einem Tag. Ich gestehe, nicht jeden Tag. Das wäre ja phänomenal, wahr oder wahr? Aber für wie viele von euch würde sich denn schon das Leben verändern, wenn du an einem Tag zum Beispiel 100.000 Euro Umsatz machst oder innerhalb von 3 Monaten? Schreibt mal ja oder nein in den Chat, ob das für dich schon eine Veränderung wäre. Und genau das möchte ich euch heute zeigen, wie das geht. Denn das geht mit den 7 Formeln und mit Aktionen, die du machen kannst, um deine Produkte zu verkaufen. Denn ich machte genau das, was ich dort lernte, in Verbindung mit dem Wissen aus 20 Jahren gehobene Hotellerie im Verkauf. Und für alle, die bis zum Ende heute dranbleiben, gibt es eine Überraschung, denn ich verlose ein Abendessen in der weltgrößten Therme Erding mit mir. Wie viele von euch würden da gerne auch so einen leckeren Salat essen oder ein Zauberwasser trinken und einfach über deine Produkte sprechen, über dein Geschäftsmodell, über deine Kundengewinnungsstrategie, ein Abendessen und wir gehen sogar in die Therme, in das Thermalwasser, denn da gehe ich einmal pro Woche hin. Ich liebe es dort. Das ist die Atmosphäre, wo ich abschalte, entspanne und die geilsten Ideen habe. Denn ohne Ideen keine Aktion, ohne Ideen keine Kundengewinnung. Wir brauchen geile Ideen. Wir brauchen geile was? Schreibt mal Ideen in den Chat. Wir brauchen wirklich Ideen. Und Studium, Ausbildung ist alles schön und gut. Ihr seht mich hier links, wie ich mein Studium abgeschlossen habe für Tourismuswirtschaftslehre. Und wie ich dann in Berlin im Crowne Plaza Hotel rechts im Büro sitze und arbeite und total unglücklich war. Ich war nicht glücklich, ihr Lieben. Ging es da nur mir so oder geht es jemandem hier ähnlich? Du hast vielleicht Sprachen gelernt, du hast studiert, du hast dich ausgebildet, bist ins Ausland gegangen und dann sitzt du in Deutschland in einem guten Büro, aber es fühlte sich nicht nach Leben an, es fühlte sich nicht lebendig an, es fühlte sich für mich immer noch an wie eingesperrt, obwohl ich in einem fast 5-Sterne-Hotel saß. Und deswegen schaute ich immer weiter, was ich machen kann. Und irgendwann entschloss ich gehe zu meiner Bank und sage, bitte ein Geschäftskonto. Wie viele von euch sind denn hier und haben auch schon ein Geschäftskonto? Die schreiben mal, habe ich in den Chat und die von euch, die noch keins haben, die schreiben mal, hole ich mir in den Chat. Denn ich dachte, oh mein Gott, das geht hier nicht mehr lange gut mit der Festanstellung, mit meinen Kindern. Alleine war das vielleicht noch ganz lustig, aber jetzt habe ich Verantwortung. Ich habe was? Verantwortung für mich und meine Kinder. Ich muss etwas tun. Meine Chefin wollte die Gehaltserhöhung von 500 Euro nicht unterschreiben, also musste ich selber losgehen und wollte lernen, wie ich unbegrenzte Einkommensmöglichkeiten erschaffe. Es geht darum, wie du unbegrenzte Einkommensmöglichkeiten erschaffst. Denn Festanstellung ist ja begrenzt, wahr oder wahr?
Und wie viel von euch wollen auch unbegrenzte Einkommensmöglichkeiten? Die schreiben mal, ja, her damit in den Chat. Denn das macht glücklich, das macht frei. Wenn du ein Grundrauschen hast, Monat für Monat, ein Grundrauschen, was höher ist als die Festanstellung und dann noch unbegrenzte Einkommensmöglichkeiten. Leute, mein Leben hat sich komplett verändert. Das ist der Wahnsinn. Und ich gestehe, ich fahre kein Porsche. Nein, ich hasse Protzautos, Protzkarren. Ich hasse auch Riesenschmuck und Klunker. Mir geht es darum, wie ich mich fühle. Und es fühlt sich so befreiend an. Es fühlt sich so sicher an. Es ist das Gefühl, dass ich Zeit habe für meine Kinder, das Gefühl, dass ich Zeit habe für mich. Denn ein Online-Business aufbauen, ganz ehrlich, das kann heute jeder. Du brauchst nur ein Handy und dann kann das wirklich jeder. Das ist nicht mehr so schwer. Aber was die Kunst ist, wollt ihr das wissen? Das ist, erfolgreich zu sein und gesund. Erfolgreich zu sein und eine gute Beziehung zu den Kindern haben. Erfolgreich zu sein und Zeit mit den Kindern zu haben. Erfolgreich zu sein und eine gute Verbindung zu Mama zu haben und zu den Geschwistern, zu den Nachbarn. Gesund zu sein. Und darum geht es mir. Und wie viele von euch wollen wissen, bei wem ich das lernte? Bei Maras Tix. Wie viele von euch kennen Mara? Die schreiben mal, kenne ich in den Chat. Und die liebe Mara, die sah ich damals, als ich völlig alleine und frustriert auf mein Handy schaute, in meinem Rhein-Mittelhaus, als ich da noch lebte mit meinem damaligen Partner und eine Anzeige sah. Und wie viele von euch können sich vorstellen, dass ein Video von einer Frau, die ich nicht kannte, das ganze Leben verändern kann? Ich verdanke dieser Frau ihrem damaligen Webinar und ihrem Programm von 8 Wochen, dass sich mein Leben komplett verändert hat. Und das war 2018. Das war wann? Also vor 5 Jahren. Das war 2018, im August 2018. Und ihr seht unten ihren Todestag. Sie ist danach krank geworden. Und sie starb an einer Art Krebs. Und ihre letzten Worte, die befinden sich heute noch in meinem Mitgliederbereich in der Mediathek, die waren an uns, an ihre Schüler gerichtet. Wir waren ungefähr 150, 180 Schüler, die sie durchgeleitet hat durch ihr 8-Wochen-Programm, um Millionäre auszubilden. Die Mara Sticks. Und sie bat uns, ihren Weg fortzusetzen. Sie bat uns, dass wir es schaffen. Ich war damals noch nicht so erfolgreich. Das dauerte bei mir auch einige Monate. Aber ich nahm mir immer ihre Worte zu Herzen. Ich hörte sie manchmal an, um mich zu motivieren, um weiterzumachen, um ein Beispiel zu sein für meine Kinder und für andere Frauen, dass man es schaffen kann, egal in welche Situation man steckt. Selbst wenn man alleinerziehend ist und gerade sein Haus verlassen muss und eine kleine Wohnung ziehen muss. Und nach diesem Kurs bei Mara Sticks konnte ich dann auch in eine andere Wohnung ziehen, hatte wieder mehr Platz, mehr Garten, mehr Freiheit, konnte mir ein Team aufbauen und ich konnte noch weiter in mich investieren. Und ich traue es mir immer nicht zu sagen. Ich investierte mittlerweile über 500.000 Euro in mich, in diesen Kopf. Könnt ihr euch das vorstellen? Als ich das vor 5 Jahren hörte, dachte ich immer, sind die bescheuert? Warum kauft die sich nicht ein Haus oder ein Auto oder investiert in eine Schule in Afrika? Warum denn in sich? Aber das war es wert. Und ihr werdet im Laufe dieses Abends verstehen, warum. Und den Erfolg, den ich erzielte und den meine Kunden mittlerweile erzielen, den haben wir
durch die Verkaufsformeln, die ich euch heute allen geben werde. Ihr werdet, wenn ihr heute hier rausgeht, alle in der Lage sein, auch diese Verkaufserfolge aufzubauen. Findet ihr das gut oder gut? Ihr könnt es mir nachmachen. Ihr seht hier mein Team. Wir schaffen das mittlerweile nicht mehr alleine. Ich habe mittlerweile ein sechsköpfiges Team, die mich unterstützen. Und wenn du das machst, was ich dir heute sage, dann wirst du auch ein Team brauchen. Denn grenzenlose Einnahmequellen brauchen andere Menschen. Und das braucht Menschenführung. Das braucht Sensibilität. Das braucht Charisma, Weisheit, Weißblick. Das braucht viele, viele, viele Dinge. Dankeschön, liebe Elke. Und ich danke euch, dass ihr so schön mitmacht. Und ihr könnt hier ein paar Einblicke sehen von ein paar meiner Kunden, wie die Patricia oben links, die mittlerweile auch auf den Bühnen steht, unten die Familie Himmelstoß, die auch innerhalb von einem Monat, also nur 4 Wochen, mit diesem System über 100.000 Euro Umsatz gemacht haben als Coaches für Paare. Oder unten rechts die Martha Anna, gemeinsam mit ihrem Mann in Ingolstadt lebte und ihr Umfeld verlassen hat und jetzt auf Teneriffa lebt oder sogar nach Portugal mittlerweile geht. Auch die Himmelstoß, die ziehen jetzt nach Zypern. Die verändern alle ihr Leben. Wie viele von euch wollen denn auch ihr Leben verändern? Schreibt mal ich in den Chat. Denn das hier ist nichts für Menschen, die alles so lassen wollen, weil wenn wir alles so lassen, dann wird alles so bleiben, wahr oder wahr? Das, was ich euch heute mitgebe, ist nur was für Menschen, die auch wirklich was verändern wollen. So wie auch die Tanja oben links, sie lebt in Österreich, sie hat jetzt ihre Praxis, ihr Online-Business, sie machte mir alles nach und hat mittlerweile auch Bücher geschrieben. Es ist der Hammer, es ist wirklich unglaublich. Oder die Sabina unten, die auch Coach ist, die einen Sohn hat, der eine Glasknochenkrankheit hat und mit ihrem Partner das nicht gemeinsam ausgehalten hat. Sie wurde dann alleine gelassen, auch in einem Haus mit einer älteren Tochter. Sie kam zu mir und sagte: Anne, ich will endlich stabil meine 20.000 Euro monatlich verdienen, damit ich mir eine Haushaltshilfe leisten kann, das Haus alleine halten kann, ein Kindermädchen mir leisten kann. Und das hat sie geschafft. Oder rechts oben die Teilnehmer eines Thermenretreats in der weltgrößten Therme, auch rechts unten. Das sind alles Menschen, die offen sind für neue Dinge. Denn ich gehe andere Wege. Den Weg der Leichtigkeit, den Weg der Entspanntheit, den Weg, ja, des Manifestierens. Wir müssen uns nicht immer überwinden oder auch laut sein. Das, was ich euch hier mitgebe, ist für Menschen, die vielleicht auch mal ein bisschen ruhiger sind, die vielleicht Kraft haben durch eine ruhige Stimme. Denn auch ich bin ruhiger und möchte nicht ständig so rumschreien und rumbrüllen. Und deswegen bitte ich euch, bleibt einfach dran, lenkt euch hier auch nicht im Chat gegenseitig ab, bleibt einfach hier am Ball, egal ob du laut oder leise bist, das funktioniert für beide. Und wer hat denn auch keinen Bock mehr auf dieses Klein-Klein? Denn wir werden klein gehalten. Ich wurde klein gemacht oder ging das nur mir so? Dass ich in der Schule ruhig sein musste, still sitzen musste, dass es hieß, Anne, sei nicht so überkandidelt. Kennt überhaupt jemand den Begriff überkandidelt oder sagt man das nur in Sachsen? Oder es hieß, Anne, jetzt mach mal halblang. Oder Anne, sei doch mal ruhig. Oder wenn ich in der Schule drankam, spielte ich hier an meinem Pullover, weil ich irgendwie durch das Sitzen gar nicht wusste, wohin mit meiner Energie. Und so wurde ich immer ruhiger und kleiner und wusste nicht, wohin mit der Energie. Und irgendwann war ich sowas von angepasst, saß in einem schwarzen Anzug in einem Büro,
nahm den Telefonhörer ab und sagte: Traumplaza Hotel Berlin, mein Name ist Anne-Christin Holm. Was kann ich für Sie tun? So ungefähr in dieser Bahnhofsstimme. Und wie viele von euch finden das auch scheiße, wenn man nicht mal mehr seine eigene Stimme hat, wenn man nur noch in Sätzen spricht, in einem Wording, was man vorgegeben bekommen hat? Also sagen wir mal in Floskeln. Ich sprach nur noch floskelartig in vorgegebenen Satzfetzen. Ich durfte nicht mal sagen, helle große Fenster hat der Tagungsraum. Ich musste sagen, sehen Sie die lichtdurchfluteten Fenster. Und hier speisen Sie in Galabestuhlung. Ich durfte nicht sagen, in großen, runden Tischen mit schönen Tischdecken. Nein, es musste heißen, in Galabestuhlung. Ich muss euch mal kurz hier leise stumm schalten. Schwupp. Und das ging mir einfach auf den Keks. Wie viele von euch können sich vorstellen, dass man sich da total verbiegen muss? Und es ging mir einfach auf den Keks. Ging es da nur mir so? Oder geht es dem einen oder anderen ähnlich? Oder könnt ihr mich verstehen? Und deswegen frage ich dich, warum bist du hier? Ich möchte dir heute zu 100% zur Seite stehen mit meiner Erfahrung, mit meinem Weg. Ich nannte es dem Gefängnisausbruch. Es war mein Gefängnisausbruch aus dem Gedankengefängnis des Kleins, ein Gefängnisausbruch. Und wie viele von euch haben Bock auf eine kleine Geschichte, während ihr mir reinschreibt, warum du heute hier bist? Dann erzähle ich euch eine kleine Geschichte, die mir das damals extrem geholfen hat zu verstehen. Oh mein Gott, es ist wirklich Fülle da. Alle redeten auf einmal von Fülle, Fülle. Ich war da bei Mara Sticks in diesen Zoom-Räumen. Das war für mich alles neu. Und da war ein Coach für Technik, ein Coach für Zoom und ein Coach für Spiritualität und ein Coach für Mindset. Und ich habe das erste Mal in meinem Leben von Mindset gehört, von Gedanken, von Mindset-Arbeit. Und ich war in diesen Räumen und wir hatten Breakout-Räume. Das war alles neu für mich. Und ich dachte, oh mein Gott, ist das für mich vielleicht wirklich möglich? Für mich als alleinerziehende Mama, die sowieso keine Zeit hat, die Vollzeit arbeitet, die zwei kleine Kinder hat, wie soll das denn gehen, dass ich jetzt auch noch mein Mindset ändere, dann auch noch auf Facebook Kunden gewinne und diese Kunden auch noch betreue neben der Vollzeitstelle? Also ich war völlig aus dem Häuschen, als die Mara Sticks mir dann sagte, was ich machen soll, damals auf Facebook, was heute nicht mehr funktioniert. Ich verrate euch aber auch nachher, wo wir das heute machen. Dann kannst du das auch. Findet ihr das gut oder gut? Und ich danke euch, dass ihr so schön in den Chat schreibt. Und ich werde auf all die Dinge eingehen, dass du unabhängig bist, dass du Freiheit hast, dass du deine Einkünfte aufbaust, dass du beginnen kannst, dass du auch als Rentnerin ein Mindset noch umbaust, dass du Coaches kriegst. Alles, was ihr hier schreibt, können wir heute machen. Und wie viel von euch haben dazu Lust auf eine Geschichte, die ich viel, viel später erst entdeckt habe, als ich bereits mein Leben verändert habe? Eine Geschichte, die ich normalerweise nur in meinen Gruppentrainings teile, mit denen, die bei mir im Mastertraining sind, wo wir viermal die Woche dieses Mindset, das Bewusstsein umstellen auf Fülle. Wir stellen es immer um von klein, klein auf groß, groß. Klein, klein, groß, groß. Klein, klein, groß, groß. Und diese eine Geschichte, die will ich euch heute ausnahmsweise erzählen, die verdeutlicht wirklich phänomenal, dass es für uns alle möglich ist. Wer das danach immer noch nicht glaubt, dem können wir trotzdem helfen. Also, die Geschichte. Stellt euch vor, es gab einmal ein wissenschaftliches Experiment. Also, es ist eine wahre Geschichte von Wissenschaftlern, die eine Population einer bestimmten Tiergruppe untersucht haben. Und es sind kleine
winzige Tiere. Was glaubt ihr, was könnten das für Tiere sein? Wer von euch die Geschichte kennt, kann sich vielleicht schon denken, wer bei mir im Training ist. Schreibt mal ein paar kleine Mini-Mini-Tiere in den Chat, die man kaum sehen kann. Kleine winzige Tiere, die gerne springen. Was könnten das für Tiere sein? Läuse, ja, aber es sind die Flöhe. Eichhörnchen sind auch genial. Aber stellt euch vor, sie nahmen sich eine gewisse Population an Flöhen. Und was glaubt ihr, wie hoch kann ein Floh springen? Schreibt mal Zentimeter oder Meter in den Chat. Wie hoch können Flöhe normalerweise springen? 10 Meter, 30 Zentimeter, 2 Meter. Also es ist genau irgendwo dazwischen. Man sagt so um die 1,5 bis 2 Meter kann ein Floh springen. Also nahmen die Wissenschaftler diese Flöhe in einem Gefäß und stellt euch vor, ich bin der Meinung, sie haben was eigentlich richtig Mieses gemacht, aber sie wollten etwas Bestimmtes beweisen, was uns Menschen helfen sollte. Und zwar nahmen sie in diesem Gefäß eine Platte, die legten sie so drüber, dass die Flöhe noch ihre normale Sprunghöhe erreichen konnten. Ja, sie sprangen immer ihre 1,5 bis 2 Meter. Wie viele von euch können sich jetzt schon denken, was die Wissenschaftler wohl gemacht haben? Sie haben diese Platte immer ein bisschen niedrig gestellt, so dass die Flöhe irgendwann merken, aua, 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 aua. Was werden die wohl gemacht haben? Irgendwann sind die nicht mehr so weit hochgesprungen. Dann haben die Wissenschaftler wieder gewartet, bis die Flöhe sich hier so eingenordet haben. Was werden die dann wohl gemacht haben? Richtig, die haben die Platte wieder runtergeschoben, bis die Flöhe dahin sprungen, bis sie wieder aua, 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 aua. Und die ganze Flohfamilie oder Population hat sich wieder auf eine gewisse Höhe eingesprungen. Was werden die Wissenschaftler weitergemacht haben? Die haben die Platte wieder darunter geschoben, bis die Flöhe wieder, aua, aua, aua. Und die Flöhe und die Platte gingen langsam so weit runter, jetzt stell dir vor, bis diese Flöhe nicht mehr gesprungen sind, bis sie nur noch krabbelten, krochen, kriechten, laufen. Genau, und ich finde es auch richtig, richtig schrecklich. Und irgendwann haben diese Flöhe ja Flohbabys bekommen. Und was glaubt ihr? Diese Flohbabys sind also auch nur gekrabbelt. Und irgendwann haben diese Wissenschaftler die Platte wieder entfernt. Was jetzt schreibt mal in den Chat, ja oder nein? Glaubst du, dass die Flöhe, nachdem die Platte entfernt wurde, wieder hochgesprungen sind, ja oder nein? Genau. Und das, ihr Lieben, steht bildlich auch für uns Menschen. Denn wir Menschen, wir haben alle die Fülle. Wir dürfen alle hochspringen. Wir dürfen alle da oben mitmachen. Aber weil Mama, Papa, Oma, Opa bereits schon im Mangel waren und klein gehalten wurden, genau, konditioniert wurden. Und wir sozusagen die Flohbabys sind und die Platte aber gar nicht mehr da ist. Der Mangel ist weg, der Krieg ist weg, es ist vorbei, die Fülle ist da. Du darfst springen, es ist für dich alles vorbereitet, du musst nur springen, da ist keine Platte mehr. Du schaffst das auch. Und das ist die Essenz der Geschichte, was ich euch ans Herz legen möchte. Es ist für euch alle möglich. Da ist keine Platte mehr, doch es kostet Mut und es braucht Training und es braucht Begleitung. Es braucht vielleicht jemand, der schon hochgesprungen ist, der mit dir gemeinsam springt, der dich da wieder rein trainiert, weil du sonst wieder Angst bekommst, dass es was macht. Aua, aua, aua. Du hast konditioniert diese Angst, dass wieder Essen fehlt, dass wieder Krieg ist, dass wieder was weg ist, dass du nicht genug Puffer hast, dass man dir das wegnimmt. Du hast diese konditionierte Angst, diesen Angst vor dem Schmerz, vor dem Mangel, vor dem Bankrott,
vor der Existenzangst, vor der Ablehnung oder vor was noch? Schreib mal in den Chat. Was fühlst du denn? Was hast du denn für Ängste, wenn du daran denkst, dich auf den Weg zu machen? Ist es vielleicht die Angst vor Ablehnung, wenn du sichtbar bist? Ist es vielleicht die Angst, Geld falsch zu investieren, zu verlieren? Ist es vielleicht die Angst, deine Miete nicht zu bezahlen, dich zu blamieren, oft unter der Brücke zu schlafen? Oder die Angst, für deine Kinder nicht richtig da sein zu können oder nicht genug Zeit zu haben? Und ich danke euch, dass ihr so schön mitmacht. Genau, Verlust von Zugehörigkeit, Existenzangst. Und ich kann euch sowas von verstehen, denn ich hatte genau die gleichen Ängste. Ich hatte finanzielle Ängste, Ängste vorm Finanzamt, Ängste zu versagen. Ich hatte genau die gleichen Ängste und durch diese Ängste konnte ich nur gehen, durch die Begleitung. Und so investierte ich eben nicht nur in das Coaching bei Mara Stix, sondern auch in weitere Coaches wie Bob Proctor. Ich ließ mich international ausbilden. Damian Richter, Kurt Tepperwein, Roman Topp, Hermann Scherer, Tobias Beck und noch viele weitere mehr. Ich investierte in diese Begleitung, dass die Glasplatte immer weiter höher geht. Für wie viele von euch macht das Sinn? Die schreiben mal, macht Sinn in den Chat. Und ich frage dich, wenn du weißt, warum du heute hier bist und es heute hier ums Verkaufen geht, was glaubst du denn, was verkauft sich besser? Eine Fahrschulstunde oder eine Coachingstunde? Schreib mal A oder B in den Chat. Was verkauft sich leichter? Es geht darum, was sich leichter verkauft. Eine Fahrschulstunde oder eine Coachingstunde? Oh, interessant. Also in meiner Wahrnehmung und aus meiner täglichen Arbeit, vor allem mit Coaches, kann ich euch sagen, dass sich Fahrschulstunden leichter verkaufen lassen als Coachingstunden. Denn alle wollen Auto fahren. Alle brauchen gesetzlich einen Führerschein, wahr oder wahr? Aber nicht alle wollen Coaching. Nicht alle brauchen gesetzlich Coachingstunden. In den Firmen brauchen sie gesetzlich solche Betriebs, wie heißt das, solche Betriebsschutzmaßnahmen. Ja, also alles, was du gesetzlich brauchst, lässt sich doch viel leichter verkaufen als alles, was du nicht unbedingt kaufen musst oder was du noch nicht kennst. Und Coaching ist ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung. Denn sind wir mal ehrlich, da draußen lachen sich doch gerade viele kaputt über die Coaches. Viele verstehen das gar nicht, was ihr für Zeit und Geld investiert habt und was ihr für Transformationen schafft. Viele Menschen verstehen das gar nicht und deswegen ist der Verkauf auch so besonders schwer. Und deswegen frage ich dich, warum willst du das? Warum tust du dir das an, dass du ein Produkt verkaufen willst, was wirklich jetzt zur Zeit noch extrem schwer ist? Schreib mal in dem Chat, warum ist dir das so wichtig? Warum bist du bereit, dafür jetzt den Abend mit mir zu verbringen und nicht mit deiner Familie oder dem Fernseher? Warum willst du den Menschen helfen? Warum willst du diese Transformation bei anderen? Warum willst du anderen raushelfen, dass sie keine Ängste mehr haben? Und ich danke, dass ihr so schön mitmacht. Große Erfolge. Die nächste Entwicklungsstufe der Menschheit. Wow, das ist sehr bewusst. Ich liebe Menschen, die so bewusst sind, weil du selbst davon überzeugt bist, weil du anderen helfen willst, weil du dankbar bist. Ja, mega. Eine bessere Welt. Ja, weil du selbst erlebt hast und das anderen weitergeben willst. Wow, weil Leid überflüssig ist. Yes.
weil du deiner inneren Stimme folgst. Sehr gut. Die Welt zum besseren Ort machen. Wow. Also ich habe Gänsehaut bei dem, was ich lese. Und ich danke jedem Einzelnen, der hier ist. Und ich verspreche euch, es ist meine Leidenschaft, dich dabei zu unterstützen, dass du Kunden kriegst, damit du helfen kannst. Kindern, Erwachsenen, Paaren. Es ist wirklich möglich. Die nächste Evolutionsstufe. Mega. Und egal, was du willst, das Quantenfeld reagiert nicht auf das, was du willst, sondern es reagiert darauf, wer du bist. Und jetzt frag dich mal, wer bist du denn gerade? Und mir hat dabei diese Hawkins-Skala geholfen, wo ein Wissenschaftler aus Amerika sich damit auseinandergesetzt hat, das, was wir zu 80% unserer Tageszeit fühlen, in dieser Schwingung bewegen wir uns. Und was glaubst du, in welcher Stufe befindest du dich denn zu 80% deiner Zeit? Bist du mehr in der Angst und Unsicherheit oder mehr in der Freude? Im inneren Frieden, in der Liebe. Bist du eher so bei 50, 30 oder bei 500, 400? Schreib mal in den Chat, wo du ungefähr 80%. Und das ist wichtig. Du musst die meiste Zeit des Tages in diesem Gefühl sein. Nicht nur 10 Minuten in der Meditation. Und dann frag dich mal, bist du auch in diesem Gefühl, wenn du ans Verkaufen denkst? Wenn du an dein Business denkst, wenn du an die Preisnennung denkst. Und jetzt kommt der wichtigste Schritt. Was glaubst du, wo befindet sich denn aktuell die ganze Menschheit, das Kollektiv? Denn wir sind ja angebunden an dem Kollektiv. Du bist dem Kollektiv. Du kannst nicht alleine ohne Kollektivbewusstsein durchs Leben gehen. Genau, ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr so schön mitmacht. Das Kollektiv befindet sich leider bei Angst, Unsicherheit, Schuldgefühl. Wie viele von euch kennen Mamas, die sich ständig plagen mit dem Schuldgefühl, dass sie ihren Kindern gegenüber nicht genug Zeit haben, nicht alles richtig machen, nicht alles ihren Kindern kaufen können? Wie viel von euch kennen solche Mamas? Oder anders gefragt, kennt jemand eine Mama, die keine Schuldgefühle hat ihren Kindern gegenüber oder ihrem Partner? Das wäre mal eine interessante Frage. Wenn jemand eine Mama kennt, Leute, ich will diese Frau kennenlernen. Okay, schreibt mir bitte hinterher eine Nachricht. Wenn du so eine Frau bist, wenn du selber Kinder hast und einen Partner und du nie Schuldgefühle hast, schreib mir bitte, ich möchte mit dir ein Interview machen. Denn die meisten, gerade die Mamas, haben leider diese Schuldgefühle und die kommen ja nicht aus dir, sondern aus dem Kollektiv. Denn das Kollektiv ist im Mangelbewusstsein. Das Kollektiv ist in der Trennung. Das Kollektiv ist im Überlebensmodus, im Kampf. Das Kollektiv befindet sich in diesem Scheißgefühl von ständiger Kampfbereitschaft, Überlebensmodus, ja, Kampfbereitschaft, dieser Stress im Körper, der verursacht Krankheit, Krebs, schlechte Haut. Schlechtes Schlafen. Also wirklich dieses Kollektivbewusstsein, in dem wir uns befinden, das macht krank. Und das müssen wir verändern. Und du schaffst es, wenn du selber im Mangelbewusstsein bist oder im Füllebewusstsein. Schreib mal Mangel oder Fülle in den Chat. Wo musst du sein, damit du die Menschen erreichst? Genau. In der Fülle musst du sein, genau.
Und wie viele von euch haben denn schon im Außen die Fülle oder auch im Innen? Aber wie viele noch nicht? Schreibt mal ehrlich, habe ich oder will ich in den Chat? Denn du musst möglichst schon im Außen, aber zumindestens im Innen schon in der Fülle sein. Und ich danke euch, dass ihr so ehrlich mitmacht. Denn auch ich stand genau da, wo du jetzt stehst, 2018. Für mich war das alles neu. Diese Welt von innen, Mindset, manifestieren und meditieren und Bewusstseinserweiterung, das war für mich auch alles neu. Doch es ist möglich. Denn Kundengewinnung in der richtigen Schwingung führt immer zum Erfolg. Du wirst erfolgreich. Dein Erfolg ist unvermeidbar, wenn du in der richtigen Schwingung bist. Und wie viele von euch haben auch Lust, in diese richtige Schwingung zu kommen, um diese Menschen zu erreichen? Und zwar ohne Manipulation, ohne Druck, ohne Geschrei, ohne, was gibt's noch? Was findet ihr noch alles unangenehm im Verkauf? Dieses Zugeballer, dieses Menschen, Zugetexte, diese Unsensibilität, auf Menschen einzureden, sie überzeugen zu wollen, diese unsensiblen Menschen, die gar nicht merken, dass es nur weh tut, dass man nur auf Höflichkeit zuhört und irgendwie überlegt, wie man da rauskommt, wahr oder wahr? Und genau darum geht es hier nicht. Das lernst du hier nicht. Und alle, die das gelernt haben und umgesetzt haben, die waren erfolgreich. Sie sind entweder aus der Festanstellung gekommen oder sie haben ihren eigenen Online-Shop gegründet. Oder wie zum Beispiel Naomi, egal wie jung oder alt du bist, ob du Studentin bist, ob du gerade dein Studium abgebrochen hast oder bereits Rentnerin bist wie Naomi, es ist möglich. Und die liebe Naomi kam mit 79 Jahren zu mir oder 78 und sagte: Anne, ich war mal Jazzsängerin. Ich war mal auf den großen Bühnen dieser Welt. Ich bin in England geboren. Ich war in Amerika unterwegs. Ich habe sogar John Travolta interviewen dürfen. Aber jetzt will mich keiner mehr auf der Bühne. Und ich habe ein Buch geschrieben über Kinder, Kindergeschichten. Und ich habe noch über 300 Bücher. Und ich möchte so gerne, dass diese Bücher an Kinderhände oder an Erwachsene kommen, die es ihren Kindern vorlesen. Und mir tat Naomi leid. Und ich sagte: Naomi, lass uns mal zum Kaffee treffen. Und wir trafen uns in der Mitte zwischen Erding und München in einem Kaffee. Und ich schaute mir dieses Buch an, was so schön eingebunden war in einem grünen Samtumschlag mit schönen Kindermalzeichnungen. Und sie erzählte mir, dass sie diese Bücher in einem Kindergarten ausgeteilt hat. Und die Väter haben es ihren Kindern vorgelesen. Und ratet mal, wer am meisten geweint hat. Nicht die Kinder, sondern die Väter, die Papas. Die kamen zu Naomi und sagten: Ich habe mich selber in diesen Kindern wiedergesehen. Und es fand eine Art Heilung statt. Und es ergriff mich noch mehr, dass diese Frau, die schon so viel, die schon auf den Bühnen war, die nicht mehr gebucht wurde, nicht mehr gesehen wurde, die schon ihren Lebensmut verloren hat, die da so ein schönes Buch geschrieben hat. Und ich schlug ihr etwas vor. Wie viele von euch wollen wissen, was ich ihr vorgeschlagen habe, damit sie diese Bücher komplett verkaufen konnte? Und ich schlug ihr vor: Liebe Naomi, ich habe kein Geschäft und kein Business. Ich kann dein Buch nirgendwo hinstellen, aber ich kann dir was anbieten. Wenn du offen und bereit dafür bist, können wir gerne gemeinsam einmal im Monat einen Zoom-Call machen. Und ich lade alle Menschen ein, die ich kenne, über WhatsApp, über E-Mail, über Facebook. Und wir machen gemeinsam eine Monatsausrichtung. Du verabschiedest den alten Monat als die ältere von uns und ich begrüße immer den neuen Monat als die noch jüngere von uns. Und das machten wir.
Und am Ende stellte sie ihr Buch vor. Wir erzählten diese Geschichte von dem Buch. Und stellt euch vor, sie hat mittlerweile alle ihre Bücher verkauft. Sie lässt es sogar gerade ins Englische übersetzen. Und sie schreibt jetzt sogar ein neues Buch. Und irgendwann sagte Naomi, Anne, ich mache eigentlich auch gerne Kartenlegungen, aber das kann ich ja da nicht machen. Dann habe ich gesagt, warum nicht? Dann legst du jetzt einfach die Karten und ich mache danach die Meditation. Und jetzt machen wir schon seit über einem Jahr, jeden Monat, einmal im Monat, an einem Sonntag, Vormittag, wo ich normalerweise noch schlafe, im Bett liege, mache ich mit ihr diese Kartenlegung nur online. Und diese Naomi hat mittlerweile weltweit Online-Kunden und gibt Online-Einzelkartenlegungen. Ist es nicht der Hammer? Das, was ich euch also hier beibringe, das hilft jedem, egal in welcher Situation du bist, egal was du gelernt hast, selbst wenn du schon deinen Lebensmut verloren hast. Denn das, was mich bei Naomi so begeistert, ist, dass sie das nicht wegen dem Geld macht. Denn sie sagte, Anne, ich danke dir so sehr, denn durch diese Monatsausrichtung, dass wir uns einmal im Monat online treffen, das hat mir so viel Lebensmut gegeben, so viel Hoffnung. Ich poste jetzt wieder auf Facebook. Ich kriege wieder Anfragen. Ich werde wieder gebraucht. Ich habe wieder einen Sinn. Und darum geht's. Es geht um das Gefühl, dass wir ein sinnerfülltes Leben leben, egal ob wir 30 sind oder 120. Es geht darum, dass jeder von uns wichtig ist, gebraucht wird und nützlich ist. Oder sehe das nur ich so? Schreibt mal ja oder nein in den Chat. Und meine Aufgabe ist es, dir und deinem Leben zu helfen, dass du so sichtbar bist, dass du deine Sachen verkaufen kannst und dass sie immer mehr und mehr werden. Und wussten Naomi damals und ich, dass es in die Richtung Kartenlegung geht? Nein. Wusste Naomi damals, dass sie ihr Buch noch ins Englische übersetzen wird? Nein. Wusste sie, dass sie weltweit Kartenlegungen verkaufen wird? Nein. Das hat sich alles entwickelt, weil sie offen dafür war. Und genauso waren auch Patricia, Ingen, Michaela und Kerstin offen. Und deswegen frage ich dich, bist auch du offen und bereit für Neues? Bist du auch bereit, in die Sichtbarkeit zu gehen? Dann brauchst du die richtige Kommunikation. Und dabei helfen dir meine Formeln. Du musst das Scheiß-Ego loslassen. Wenn du bereit bist, musst du verstehen, dass du Vertrauen aufbauen musst. Hat Naomi durch diese Monatsausrichtung einmal im Monat, die wir übrigens kostenfrei geben, da lade ich euch nachher auch alle ein, hat sie dadurch Vertrauen aufgebaut bei meiner Community, ja oder nein? Hat sie kostenfrei sich Sonntag um 10 hingesetzt, Monat für Monat, und etwas Schönes angeboten, etwas Schönes gemacht? Hat sie dadurch Vertrauen aufgebaut? Genau, und dafür brauchst du die Vertrauensformel. Wie viele von euch möchten wissen, was diese Vertrauensformel beinhaltet? Die schreiben mal her damit in den Chat, dann verrate ich sie euch. Denn ihr müsst es anwenden. Ihr müsst es anwenden. Und diese Vertrauensformel, die ich übrigens wirklich selbst entwickelt habe, die total easy ist, weil ich will es ja leicht haben. Wie viele von euch lieben auch Dinge, die total einfach sind, die aber eine riesengroße Wirkung haben? Ich liebe einfache Dinge und ich sage euch jetzt schon, dein Verstand wird gleich sagen, hä? Das soll die Vertrauensformel sein? Hä? Das soll einfach sein? Es ist so einfach, dass du es vielleicht hinterher wieder schnell vergisst. Also, ich bitte dich, wenn ich dir jetzt diese Formel verrate, nehme sie an, sei offen dafür. Es ist wie ein heiliger Gral. Es ist eine ganz einfache Sache, doch du musst sie immer anwenden, immer machen. Immer. Was ist das Zauberwort? Immer. Schreibt mal alle immer in den Chat.
Denn wenn du dich jetzt gleich prüfst, ob du das immer machst, du wirst es wissen. Du kennst das, was ich dir hier sage. Ist nichts Neues. Und viele, die mich hinterher anrufen, mit denen ich hinterher spreche, die sagen, ah, ne, das kenne ich alles, das kenne ich alles. Ja, aber sie machen es nicht immer. Und deswegen bauen sie kein Vertrauen auf. Und wer kein Vertrauen aufbaut, der wird am Ende auch nicht gekauft, weil dem gibst du nicht dein Geld, wahr oder wahr? Also, die Vertrauensformel besteht aus drei Elementen, drei Buchstaben, die heißen B, 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 dreimal B. Und das erste B steht für bedanken. Du musst dich immer bedanken. Immer danke. Selbst wenn du zu spät kommst, musst du nicht sagen, Entschuldigung, dass ich zu spät bin, sondern danke, dass du auf mich gewartet hast. Immer danke. Das andere B steht für begrüßen. Begrüßt du wirklich immer? Sagst du wirklich immer, hallo, danke, das. Und das dritte B steht für bewundern. Bewunderst du wirklich immer deine Interessenten, Gesprächspartner, Familienmitglieder? Sie, hallo, mein Kind, schön, dass du jetzt kommst. Ich bewundere dich dafür, dass du jeden Tag früh alleine aufstehst und in die Schule gehst. Ja, das ist jetzt ein familiäres Beispiel. Wenn du also diese Formel anwendest, geschäftlich, beruflich, privat, im Business, wirst du es in deinem Leben leichter haben, ja oder nein? Ich wende diese Formel immer an, egal ob ich geschäftlich oder zu Hause mit meinen Kindern spreche. Sogar mit meiner Katze, weil ich habe mich da umkonditioniert. Ich benutze immer diese Formel B, B, B. Und wie viele von euch finden es total einfach und merken schon, ich höre eure Gehirne, wie der Verstand sagt, hä? Begrüßen, bedanken, bewundern und das soll jetzt Kunden bringen? Das ist die Basis. Das ist der Boden, den du vorbereitest, wie ein Ackerfeld, um deine Samen zu setzen, damit sie wachsen, die Bäume, die Äste, die Blätter, die Früchte, und dass dann die Früchte abgenommen werden und gekauft werden. Es braucht diesen Boden. Kein Baum wächst ohne diesen Boden. Ergibt das Sinn für euch? Schreibt mal ja oder nein in den Chat. Ergibt die Vertrauensformel Sinn und prüfe dich wirklich. Mach es für dich. Ich habe zum Beispiel erkannt, dass ich oft WhatsApp-Nachrichten schicke. Wie viele von euch schicken auch WhatsApp-Nachrichten an Freunde, an Interessenten, an Familienmitglieder? Wie oft vergisst man das? Hallo, meine liebe Sabine. Hallo, liebe Margit. Wie oft vergisst man in WhatsApp die Begrüßung? Wie oft vergisst man das Bedanken? Danke, dass du mir schreibst. Und darum geht's, ihr Lieben. Genau, das Danke, dass ihr so ehrlich seid. Ich bewundere ehrliche Menschen. Wie viele von euch merken gerade, dass ich zwei Bs benutzt habe? Ich habe mich gerade bei euch bedankt und ich habe euch bewundert. Und darum geht's, dass man das so authentisch macht, dass die anderen nicht merken, dass du das jetzt nur machst, weil es die Formel von Anne-Christin Holm ist. Bei wie vielen von euch macht es da Klick? Und das muss man trainieren. Das trainieren wir in einem Training. Und die zweite Formel ist übrigens meine Lieblingsformel. Das ist die Überzeugungsformel. Wie viele von euch wären denn auch gerne so überzeugend im Leben, dass sie alles bekommen von ihrem Partner, ihrem Chef, ihren Coaches, ihrem Mentor, ihrem Arzt, ihrem Anwalt, von wem auch immer. Schreibt mal in den Chat, wo, bei wem wärst du gerne überzeugend? Wo hättest du jetzt gern diese Zauberformel, die wirklich Gold wert ist, die ich bei Hermann Scherer im Platin-Programm gelernt habe, wo ich 25.000 Euro bezahlt habe. Diese Überzeugungsformel, bei wem hättet ihr die gerne? Bei einem Bankgespräch,
Stell dir vor, du wärst so überzeugend, dass du eine Million Kredit bekommst. Wo wärst du gern überzeugt? Bei deinem Lebensgefährten, bei Gehaltsverhandlungen, bei der Messe, auf Social Media natürlich, beim Anwalt. Mega. Wollt ihr diese Formel? Wenn du diese Formel kennst, bist du immer überzeugt. Immer. Immer. Ich nutze diese Formel in meinen Newslettern, auf Social Media, in Gesprächen mit meinen Kindern. Immer wenn ich einen Wunsch habe, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich weiß, was ich will und andere überzeugen. Und so bekomme ich fast immer alles. Immer. Ich habe damit schon geschafft, dass ich den Reisepass eher bekommen habe. Sogar bei Behörden wurde ich vorgelassen. Könnt ihr euch das vorstellen? Oder dass das Abi-Kleid meiner Tochter nicht eine Woche Wartezeit hatte, sondern am nächsten Tag fertig war, weil ich die Überzeugungsformel angewendet habe. Mit dieser einen Formel. Und ich sage euch, ihr müsst sie wissen. Es muss jeder diese Formel wissen. Schon Schüler müssen sie wissen. Schon die Kindergartenkinder müssen sie wissen. Also, ich verrate sie euch jetzt. Diese Formel besteht aus vier Elementen. Aus wie vielen Elementen? Schreibt mal eine 4 in den Chat. Macht jetzt am besten richtig mit, dann könnt ihr sie gleich im Unterbewusstsein integrieren. Ihr müsst euch das nicht auf den Zettel schreiben, ihr werdet euch das merken. Weil die ist so wichtig. Wenn du alleine nur die jetzt hier dir merkst aus diesem Webinar, ist dein Leben ab morgen ein anderes Leben. Also, das erste Element steht für Situation. Schreib mal Situation in den Chat. Du beschreibst die aktuelle Situation. Ich erzähle euch dazu ein Beispiel aus meinem Alltag, okay? Das ist wirklich ein echtes Beispiel. Ich wollte für meine Tochter ein Abitur, nicht Abiturkleid, Ballkleid, als sie in der 9. Klasse ihren ersten Ballabend hatte, kürzen lassen. Denn ich kann nicht nähen. Wir haben also ein Kleid bei otto.de bestellt. Und es war Donnerstag. Und nee, es war Mittwoch. Es war Mittwoch und Freitagabend war dieser Ball. Und normalerweise hat diese Schneiderei mindestens eine Woche Wartezeit. Und ich dachte, oh mein Gott, ich muss es schaffen, dass sie das Kleid bis morgen kürzen. Und kurz vor der Schneiderei, da Mensch, du hast doch deine Überzeugungsformel. Also ging ich da rein und sagte als erstes die Situation. Ich sagte also Vertrauensformel BBB. Schönen guten Tag. Oh, wie schön, dass Sie offen haben. Hier gefällt es mir aber. Sie machen schon von außen einen guten Eindruck. Ja? Also erstmal Vertrauen aufbauen. Dann Situation. Ich habe hier dieses Kleid für meine Tochter. Und ich weiß, es ist sehr, sehr kurzfristig. Es ist leider erst gerade eben vom Versandhaus gekommen. Und schon übermorgen hat meine Tochter ihren ersten Ball in der Schule. Und ich kann nicht nähen. Und so, und jetzt geht die Formel weiter. Also die Situation, was ist Phase? Ja, was ist Phase? Die Situation. Jetzt kommt das zweite Element. Passt gut auf. Jetzt wird es wichtig. Element Nummer zwei. Was habe ich also weiter gesagt? Das Problem. Schreibt mal alle Probleme in den Chat. Jetzt musste ich also das Problem erwähnen. Dann sagte ich, ja, wenn ich dieses Kleid nicht geändert bekomme, weil ich kann nicht nähen, ich kann das nicht, dann wird meine Tochter übermorgen ohne diesem Kleid zum Ball gehen oder mit einem zu langen Kleid. Sie wird stolpern, sie wird ausgelacht, sie wird sich schämen und sie wird mich als Mama dafür, ja, ich habe nicht gesagt hassen, aber ihr wisst, was ich meine, vielleicht verurteilen. Und dann werde ich mich schlecht fühlen, dann werde ich mich schuldig fühlen. Also ich habe dieses Problem benannt. Und ihr merkt gerade, ich habe etwas übertrieben. Ja oder nein? Und das ist schon das dritte Element,
Das heißt Implikation. Das heißt, du verschlimmerst das Problem. Schreibt mal alle verschlimmern oder Implikation oder übertreiben in den Chat. Nimm ein Wort, was du dir merken kannst. Du kannst dir das jetzt hier schon merken. Das musst du dir nicht aufschreiben. Also verschlimmerte ich noch mehr und sie wird mich dafür hassen und ich werde mich schämen und meine Tochter wird wochenlang nicht mit mir sprechen und ich werde mich so ja schwach und gedemütigt verletzt fühlen, dass ich nie das Nähen gelernt habe, dass ich stattdessen nur im Büro sitze und mit anderen Dingen als Mama mein Geld verdiene. Und dieser arme Schneider guckte mich schon so an. Also er ging da richtig rein. Und jetzt kommt das vierte Element. Und das ist jetzt N für Nutzen. Und jetzt kommt der Nutzen vom Schneider. Jetzt kommt also, und deswegen frage ich Sie, ich weiß, Sie haben so lange Wartezeit, ob Sie vielleicht eine Ausnahme machen könnten und bis morgen das Kleid umnähen könnten, ob sie es bis morgen schaffen, dass ich es morgen holen, probieren könnte, dass meine Tochter übermorgen auf diesen Ball gehen kann mit diesem Kleid. Was glaubt ihr, wird die Schneider, das war ein Mann, ein chinesischer Mann oder vietnamesisch, ich weiß es nicht genau, gesagt haben? Er hat sofort gesagt, geben Sie her, es ist morgen fertig. Ja, keine Diskussion, nichts. Und das ist das Geheimnis. Ist es schwer? Schreibt mal schwer oder leicht in den Chat. War das emotional? Schreibt mal emotional oder nicht emotional in den Chat. War das privat? War das ehrlich, authentisch? Genau, danke, danke. Schreibt mal in den Chat, wie das war. War das jetzt schwer? War das, habe ich mir da riesen ein abbrechen müssen? War das manipulativ? War das boshaft? Oder war das einfach nur eine ehrliche Geschichte? Genau, ich habe, danke, Britta, einfach nur gezeigt, wie es ist. Natürlich haben wir durch die Implikation ein bisschen in die Zukunft übertrieben. Aber sind wir mal ehrlich, brauchen wir das manchmal, dass wir das übertreiben, um zu sagen, schau mal, und deswegen müssen wir jetzt aufräumen. Deswegen müssen wir jetzt die Arme hochkrempeln und den Keller aufräumen. Deswegen müssen wir jetzt dahin fahren, auch wenn du müde bist. Oder deswegen musst du jetzt in die Sichtbarkeit gehen, auch wenn du Angst hast. Brauchen wir das manchmal, um uns vielleicht selbst zu überzeugen? Und deswegen, ihr Lieben, und jetzt kommt mein Geheimnis, das verrate ich normalerweise nur meinen Einzelcoaches. Kannst du mit dieser Überzeugungsformel sogar jeden Tag, jeden Morgen dich selbst zu überzeugen, dass du früher aufstehst, dass du Dinge tust, die du normalerweise vor dich herschiebst. Diese Formel ist eine Lebensrettung. Mit dieser Formel sollten alle Ärzte arbeiten. Mit dieser Formel kannst du wirklich alles verändern. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich habe selber damit viel geschafft. Ich habe es an großartige Menschen geschafft, durch Interviews zu bekommen, bei Kurt Tepperwein, bei Steffen Kirchner, bei Hermann Scherer, bei Damian Richter bin ich zweimal in den Newsletter gekommen. Ihr Lieben, glaubt ihr denn, dass ich das alles schaffe, weil ich irgendwie anders bin? Nein, ich bin genauso wie du, aber ich kommuniziere anders. Und wie viele von euch merken gerade, dass Kommunikation sehr machtvoll ist. Dass Menschen, die richtig kommunizieren, sehr machtvoll sind. Warum lernen Politiker Kommunikation? Warum lernen Schauspieler Kommunikation? Warum lernen die Menschen, mit unseren Gefühlen zu spielen? Weil das machtvoll ist. Und wie viele von euch wollen das nutzen?
aber auf menschlicher Basis, auf ehrlicher Basis, um etwas Gutes zu bewirken, um hier auf der Welt etwas zu verändern, um hier auf der Welt dieses Ungleichgewicht wieder in Harmonie zu bringen, um hier wieder für die Liebe zu sprechen, um hier wieder zu überzeugen für mehr Verbindung unter den Menschen, um hier zu überzeugen, dass Ehrlichkeit der richtige Weg ist, dass Loyalität der richtige Weg ist, dass Freiheit der richtige Weg ist. Wie viele von euch sind hier, um dafür zu stehen, für gewaltfreie Kommunikation, genau, um deine Produkte zu verkaufen und das einfach authentisch. Und es gibt insgesamt 7 Formeln. Ich würde euch jetzt jede einzelne Formel gerne mit euch durchsprechen und durchgehen, aber dafür reicht die Zeit nicht. Ich habe aber ein Geschenk für euch. Ich stelle euch jetzt kurz alle 7 Formeln vor, weil ich habe für euch noch viele Dinge vorbereitet und ich würde euch am Ende ein Geschenk machen. Ein Geschenk mit einem Online-Kurs, wo all diese Formeln nochmal erklärt sind, wo sie alle niedergeschrieben sind, wo du sie immer, immer wiederholen kannst. Das schenke ich euch heute am Ende, kostenfrei. Ist es ein Deal, dass wir die Formeln jetzt kurz weiter durchgehen und ich schenke euch am Ende diese Formeln? Super, denn du brauchst als nächstes, um Produkte zu verkaufen, eine Einladungsformel. Es gibt 2 Arten von Verkäufern. Die einen, die kennt ihr sicher, das sind die, die verkaufen und sprechen und sich zulabern mit dem Positiven, den Argumenten, den Nutzen. Und du stehst da und du willst eigentlich nur weg. Aber weil du gelernt hast, höflich zu sein und liebevoll zu sein und ruhig zu sein, hörst du diesen Menschen, der einfach nur redet und redet, zu und wartest, dass du endlich sagen kannst, danke. Aber das ist nichts für mich. Wie viele von euch kennen solche Verkäufer? Das ist die eine Art. Die andere Art sind die, die stehen einfach da und sind einladend. Die sagen, hey, ich habe da was und ich lade dich ein. Ich lade euch ein. Schaut's euch an. Und die labern nicht weiter. Die laden ein. Und ich gehöre, was glaubt ihr, zu der ersten Art? Oder zu der zweiten. Schreibt mal 1 oder 2. Bin ich dieser Verkäufer und baller euch zu? Oder glaubt ihr, ich bin eher eine Einladende, die einfach sagt, hey Leute, ich mache da ein geiles Webinar. Kommt oder kommt nicht. Oder hey Leute, ich schenke euch heute 7 Formeln. Nehmt das Geschenk an oder nicht? Oder hey Leute, ich biete euch heute auch am Ende noch etwas anderes an. Auch etwas, wo man investieren muss. Nehmt es an oder nicht? Also dieses Einladende und darum geht es mir. Und dafür brauchst du eine Einladungsformel. Macht das Sinn? Wie viele von euch wollen auch lieber einladend sein als so verkäuferisch? Schreiben mal ich in den Chat. Das könnt ihr dann, wenn ihr diese Formeln euch später genauer anschaut und anwendet. Dann brauchst du die Angebotsformel. Du musst also auch wissen, wie machst du denn dann dein Angebot, damit es wie als erstes ist es eine Einladung und am Ende der Einladung kommt auch ein glasklares Angebot. Wie viele von euch sind denn noch etwas unsicher mit ihrem glasklaren Angebot? Preis. Was lernen die Leute bei dir? Wie lange geht das? Es muss glasklar sein. Nur dann kaufen sie. Verwirrte Kunden kaufen nicht. Wenn du da Klarheit hast, glaubst du, dass du dann viel überzeugender bist, viel klarer, viel einfachere Worte sprichst und viel mehr Emotion da auch reinlegen kannst. Und das ist das Geheimnis, dass du eine Angebotsformel hast, dann auch eine Abschlussformel, denn viele Menschen, die bieten was an, aber die schaffen es nicht am Ende auch diesen Abschluss zu bekommen. Am Ende ein bisschen dominant ist das falsche Wort, helft mir mal. Wie würdet ihr das formulieren? Dass du am Ende
nicht dominant bist, auch nicht ernst bist, auch nicht, wie andere sagen, den Sack zumachen. Da könnte ich kotzen, wenn ich sowas höre. Ja, ich muss doch jetzt den Sack zumachen. Bestimmend bist, ja, sehr gut. Was fällt euch noch ein? Überzeugend, ja, aber auch, es geht so in die Richtung liebevoll, nicht den Sack zumachen, sondern eben liebevoll zum Abschluss zu kommen. Also wirklich klar, schreibt Heike, ja, also bestimmend, klar, bestimmend leiten. Oh, auch sehr gut. Da leiten, führen, mitfühlend, also wirklich bestimmend zu sagen, das ist jetzt das Angebot. Bist du jetzt dabei, ja oder nein? Ja, also diese Klarheit zu haben. Und das muss man trainieren. Ja, ihr merkt, wir finden die verschiedenen Worte, weil für jeden ist das was anderes. Präsent ist auch toll. Du brauchst deine Klarheit, ohne dass du zu dominant bist, zu forsch, zu frech, zu manipulativ, sondern dass du ganz klar sagst, Schoko oder Vanille, was willst du haben? Es schmilzt. Entscheide dich jetzt. Versteht ihr, was ich meine? Der Eisverkäufer würde sagen, ich habe heute Schoko und Vanille, greif zu, die Schlange ist lang. Okay? Und da wir aber alle nicht Eisverkäufer sind, Eis verkaufen ist total easy, wahr oder wahr, sondern wir Coachings verkaufen, die man nicht sehen kann, die man nicht schmecken kann, die man nicht kosten kann, ist es für uns ein bisschen schwierig. Und deswegen braucht ihr bestimmte Abschlussformeln. Und da hören die meisten Trainer auf, denn jetzt hast du ja deinen Abschluss, du hast verkauft. Stell dir mal vor, mit der Abschlussformel kriegst du immer ein klares Ja, ich will. Und wenn du deine Arbeit vorher richtig machst, dann haben die am Ende auch Geld. Wenn du die Arbeit vorher nicht richtig machst, kann es sein, dass die sagen, ja, ich will, aber. Ich habe kein Geld. Wie viele von euch kennen das? Ja, ich will ja gerne. Es ist ja alles toll, was du machst. Du machst es so toll, aber ich habe kein Geld. Das können wir verhindern, wenn du deine Arbeit, nämlich, dass du deine Zielgruppe richtig festlegst, dass du deinen Kunden richtig hast, dein Angebot, deine Positionierung, dass du das vorher schon immer platzierst und benennst, formulierst, dass du nur die Menschen Schritt für Schritt mitnimmst, die auch am Ende das Geld haben. Und das kann man lernen. So, und die meisten hören eben an der Stelle auf, doch da wird es für mich erst spannend. Wie viele von euch kennen das? Wie viele von euch haben schon mal was online verkauft und haben dann einen Tag später, 3 Tage später, eine Woche später eine Nachricht bekommen? Ich habe noch mal überlegt, das war alles schön, aber ich weiß doch nicht, ich kann doch nicht. Schreibt mal in den Chat, was habt ihr alles schon gehört? Wer als der Storno kam? Ich habe mit meinem Mann gesprochen, ich habe noch mal nachgedacht. Was habt ihr alles zu hören bekommen? Es hat was verändert. Plötzlich kam irgendwas. Plötzlich, meine Situation hat sich über Nacht verändert. Plötzlich muss ich mein Haus verkaufen. Was habt ihr alles gehört? Also sie haben entschieden und nach 1, 2, 3 Tagen kommt der Storno. Mein Konto ist leer, mein Mann, mein Auto. Okay, ich danke euch, dass ihr so ehrlich seid. Und stell dir mal vor, du hast aber vorher eine bestimmte Formulierung gesagt und dann hast du keine Stornos mehr. Für wie viele von euch ergibt es Sinn, dass man sowas braucht im Online-Business? Weil die das nicht testen, nicht schmecken, nicht anprobieren können wie ein Schuh. Dafür brauchen wir eine Storno-Schutzformel. Und wie viele von euch haben auch keinen Bock mehr auf diese nervige, lästige Kaltakquise, sondern wünschen sich stattdessen, dass du Weiterempfehlungen hast, dass die dich weiterempfehlen, dass du einfach eine Nachricht kriegst, hey, hier ist die Isa. Der Jürgen hat mich weiterempfohlen. Oder du machst irgendwas und deine Teilnehmer bringen alle 5 Freunde mit. Und dafür brauchst du eine Weiterempfehlungsformel. Wie viele von euch merken gerade, dass das, was wir hier machen,
ist auf einer langjährigen Arbeit basiert, dass du mit diesen Formeln viele, viele Monate, Jahre des Übens, des Versuchens, des in den Sand Setzens dir Spaß, dass du damit wirklich, wenn du das alles anwendest, deine Kunden gewinnst. Und ich möchte, dass ihr das nicht nur kennt, sondern auch könnt. Denn kennen und können macht den Unterschied. Ich kenne viele Menschen, die immer sagen, Anne, das kenne ich doch alles. Anne, das kenne ich, aber es funktioniert nicht. Anne, das weiß ich alles, auch mit dem Vertrauen und mit dem Begrüßen und mit deiner Überzeugungsformel, aber es funktioniert nicht. Und dann frage ich immer, wie lange hast du es denn wirklich geübt, bis du es wirklich kannst? Oder wie oft wendest du denn die Weiterempfehlungsformel an? Wie lange hast du es denn trainiert, dass du es so verinnerlichst, dass du die automatisch schon anwendest? Und dann gestehen die meisten, die keine Umsätze haben, sich ein Jahr, du hast recht, ich habe es nicht trainiert. Und deswegen funktioniert es zu 100%, wenn du das trainierst. Macht es Sinn für euch? Ja, ich gebe sie euch heute mit, aber es macht einen Unterschied, ob du sie nur kennst oder auch kannst. Und wie viele von euch haben denn schon Klarheit in ihrer Positionierung oder noch nicht und wünschen sich gerne eine Positionierung, wo du wirklich in deiner Lebensfreude bist, gesund, in deiner Energie und nicht irgendeine Scheißpositionierung machst, die nur irgendwie aus dem Kopf kommt, weil irgendjemand sagt, das musst du machen. Deswegen. Auf diese Weise findest du aus deinem Kopf die Positionierung. Dann hast du eine Kopfpositionierung. Wie viele von euch fänden es aber ganz clever, wenn ihr eine Positionierung hättet, die wirklich aus deinem Unterbewusstsein kommt, aus deiner Seele, aus deiner Erfahrung, die deiner Leidenschaft entspricht, die so einzigartig ist, wie du es bist, die vielleicht ein bisschen anders ist, aber die dir entspricht, die, wo jede deiner Zelle sich freut und sagt, wow, ja, das wäre cool. Das klingt zwar ein bisschen verrückt oder anders, aber das, genau das will ich, genau das ist es. Und genauso arbeiten wir im Einzelcoaching mit unseren Kunden, die finden ihre Positionierung im Unterbewusstsein. Einige finden das auch im Gruppentraining durch die Übungen, wenn wir im Gruppentraining in die einzelnen Übungsräume gehen und dort im geschützten Rahmen die ganzen Formeln trainieren oder die Positionierung trainieren. Könnt ihr euch vorstellen, dass das, was ihr hier seht, schön ist für den Kopf oder für eine Art Strategie? Aber dass du damit immer nur noch an deiner Oberfläche kratzt, dass du die bewusst ausarbeitest und damit nur 5% deines Potenzials nutzt. Denn wo sind denn die anderen 95%? Die sind im Unterbewusstsein. Und wie viele von euch hätten auch gerne ihre Positionierung aus dem Unterbewusstsein? Dann seid ihr hier bei mir richtig. Denn hier geht es nur um das Trainieren und Üben deiner Verkaufserfolge aus dem Unterbewusstsein. Und wer verdient dann mehr? Der Allgemeinmediziner oder der Facharzt für Nasenkorrektur? Schreibt mal A oder B in den Chat. Genau, ihr Lieben, es ist der Facharzt für Nasenkorrektur. Warum verdient der wohl mehr? Schreibt mal in den Chat. Warum kriegt der mehr, obwohl der Allgemeinmediziner genauso studiert hat, vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar viel mehr Menschen helfen kann, vielleicht sogar viel mehr hilft als diese blöde Nasenkorrektur, die eigentlich keiner braucht, die überhaupt nicht lebensbedrohlich ist, wahr oder wahr? Und ich danke, dass ihr so schön mitmacht. Genau, du siehst die Erfolge. Es geht also um etwas im Außen und es ist speziell.
Und es ist eben etwas, wo man die Techniken des Arztes nutzt, wo man den Menschen aber im Außen hilft. Es geht um die Schönheit im Außen, ganz genau. Danke, Margit. Danke, dass ihr alle so gut mitmacht. Und jetzt kommt's, ihr Lieben. Genau das nutzen wir im Verkaufstraining. Wir finden für dich einen Wurm, der deiner Zielgruppe schmeckt. Der Fisch ist deine Zielgruppe. Du brauchst Klarheit mit deiner Zielgruppe, mit deinem Angebot und dann findest du in deinem Unterbewusstsein den Wurm, der deiner Zielgruppe schmeckt. Denn nur dadurch tust du Dinge, die deiner Lebensenergie folgen. Stell dir vor, du tust ab morgen nur noch Dinge, die dir Spaß machen, die Kunden bringen. Du wirst immer sichtbarer, du wirst immer selbstbewusster, du hast immer mehr Selbstvertrauen, immer mehr Kunden und du kriegst immer mehr Lebensenergie. Ist das nicht der Hammer? Und dann sitzt du wie ich auch hier und machst abends noch deine Webinare, wo du früher vielleicht hundemüde warst und schon im Bett warst. Und darum geht's. Du brauchst einen Wurm, der deiner Zielgruppe schmeckt. Und das ist eben auch ein Verkaufstrainerspruch. Der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Wie viele von euch ergibt das Sinn, dass es manchmal Dinge gibt, die vielleicht dem Angler schmecken, zum Beispiel Erdbeeren? Wie viele von euch lieben auch Erdbeeren? Wenn ich jetzt die Erdbeere an die Angel packe, werde ich dann einen Fisch angeln, ja oder nein? Leider nein. Ich brauche also einen Wurm, auch wenn er mir nicht schmeckt. Und ich habe irgendwann gesagt, ja toll, es ist aber meine Lebenszeit. Ich will jetzt nicht lauter Sachen machen, die ich nicht gerne mache, nur um Kunden zu kriegen. Dann muss ich mich ja wieder verbiegen. Wie viele von euch haben auch keinen Bock auf Verbiegen und wollen etwas machen? Genau, Melanie, was beiden schmeckt, was dir schmeckt als Business, als Unternehmer und deinem Kunden. Und genau das finden wir. Und dann hast du deinen Plan. Das ist der Plan für deine 100.000 Euro monatlich. Fangen wir gerne erstmal an mit 10.000 Euro monatlich. Du brauchst den Wurm, der aus deinem Unterbewusstsein kommt, der deinen Fisch schmeckt. Dann. Da muss ich gleich niesen. Brauchst du eine Einladung, eine Positionierung, mit der du relevant bist, mit der du dann auf Instagram oder Facebook oder TikTok sichtbar sein kannst. Und wie viele von euch wollen wissen, Dankeschön, danke für eure Wünsche, wollen wissen, ich habe euch ja schon erzählt, ich war früher auf Facebook sichtbar. Aber Facebook funktioniert leider schon seit 2019, 2020 nicht mehr so gut. Was glaubt ihr, wo bin ich jetzt sichtbar? Danke für eure Gesundheitswünsche. Ich bin aktuell am meisten sichtbar auf Instagram. Genau. Und stell dir vor, ich habe im November 2021 erstmal mit Instagram angefangen und ich hatte im März 2022 über 150.000 Euro Cash auf dem Konto. Denn damit konnte ich bei einem meiner Mentoren die Anzahlung leisten von 119.000 Euro für eine riesen Masterclass. Und ich habe außerdem damit durch Ratenzahler mir ein Grundrauschen an Ratenzahlung aufgebaut von monatlich über 10.000 Euro für die nächsten 2 Jahre. Und genau darum geht es mir für dich. Stell dir mal vor, du baust dir ein Grundrauschen auf durch Ratenzahler. Du weißt jetzt schon, juhu, ich kann krank werden, ich kann eine Weltreise machen, eine Kreuzschifffahrt, ich kann Urlaub machen.
Ich habe meine Sicherheit, ich habe meine Ratenzahler, ich habe meine 10.000 Euro sicher. Und genau darum geht's. Denn wenn du diese Sicherheit hast, bist du dann bereit, vielleicht auch jemanden einzustellen, der dich unterstützt. Oder eine Putzhilfe. Oder einen Schneider zu engagieren. Oder einen Koch. Oder jemand, der Buchhaltung macht. Wenn du diese Sicherheit hast, dass du sowieso jeden Monat dich und die Personalkosten zahlen kannst. Und das brauchst du, um dein Business hochzufahren. Nur deswegen habe ich das als Alleinerziehende geschafft und mir ein Team von 6 Menschen aufgebaut, weil ich die schon zahlen kann. Durch dieses Grundrauschen, durch die Ratenzahler, weil ich nicht jeden Monat hier sitzen muss und denken muss, oh Gott, Team. Ihr müsst jetzt Gas geben, ihr braucht jetzt noch ein Einzelcoaching, wir brauchen noch jemanden für die Thermenwoche, wir brauchen. Ich würde ja mein Team die ganze Zeit völlig verrückt machen, ja oder nein? Und wie viele von euch hätten auch gerne dieses Grundrauschen Monat für Monat plus Cashflow durch Abschlüsse, durch Einmalzahler? Genau darum geht's. Das haben die Kunden bei mir gelernt im Gruppentraining oder auch im Einzelcoaching. Das kannst du auch. Du musst nur relevant sein. Du brauchst eine Plattform, wo du sichtbar bist, auf die richtige Art und Weise, wo du die Menschen auf Zoom siehst, Vertrauen aufbaust. Denkt an Naomi. Einmal im Monat, die Monatsausrichtung hat sie mitgemacht, war auf Zoom präsent. Sie war relevant, sie war gefragt, sie hat ihre Bücher verkauft, ihre Kartenlegung und sie ist heute sehr erfolgreich. Ja, Mirja, ich freue mich schon, wenn wir uns in der Therme sehen. Und wenn ihr eure Zielgruppe habt, sozusagen dein Fisch, dann machst du aus diesem Fisch einen Seestern. Und zu diesem Seestern gibt es eine Geschichte. Und ich frage euch, wollt ihr diese Geschichte hören? Schreibt mal ja oder nein in den Chat. Denn ich will euch nicht langweilen. Viele kennen sie auch schon. Okay, aber ich sehe viele Ja's, ich erzähle sie euch. Okay, stellt euch vor, es gab einmal, genau Damian erzählt die auch, die ist aber ein Netzfund. Ja? Gebt im Internet mal eine Motivationsgeschichte. Es gab einmal einen Riesensturm an einem Meer, an einem Strand mit ganz viel Sand. Und als dieser Sturm vorbei war, lagen ganz viele Seesterne auf diesem Strand. Und wie viele von euch kennen Seesterne? Können die, wenn die da liegen, wieder alleine ins Wasser krabbeln, ja oder nein? Jeder Seestern, der da also lag, der musste sterben. Und ein kleines Mädchen sah diese Seesterne und sie ging einfach los und fing an, diese Seesterne aufzusammeln und ins Meer zu schmeißen. Und irgendwo am Ende war eine ältere Frau, sie hat dieses kleine Mädchen gesehen. Was glaubt ihr, was die Frau rief? Sie rief, hey, du dummes Ding, was du da machst, ist zwecklos. Siehst du denn nicht, das sind viel zu viele, du kannst sie nicht alle retten. Und das kleine Mädchen nahm wieder den nächsten Seestern, schmiss ihn weiter ins Wasser und rief zurück, für diesen einen wird es sein ganzes Leben verändern. Und genau darum geht's. Jeder einzelne Mensch, den du auf Instagram hast, den du in deinem Webinar hast oder den du in deine WhatsApp-Gruppe holst oder in deinen Telegram-Kanal oder in deine Facebook-Gruppe oder auf deinen YouTube-Kanal oder auf deinen Podcast, egal wo, da wo du sichtbar bist, das ist für dich ein Seestern. Denn du wirst diesen Menschen in irgendeiner Form sein Leben verändern. Selbst wenn er am Ende nicht kauft. Es gehört auch zu einem Kodex eines Coaches, dass diese Einladung bereits lebensverändernd ist.
Und mit dieser Einstellung gehen meine Teilnehmer raus. Sie sagen nicht, ich suche Abonnenten, ich suche Follower. Willst du Abonnent sein? Willst du Follower sein oder dich Nutzer nennen lassen oder User oder Konsument oder am besten noch Lead oder Verbraucher? Ich will nicht ein Lead sein von irgendjemandem. Ich will nicht ein Abonnent sein von irgendjemand oder ein Verbraucher. Ich bin immer noch ein Mensch mit einem Herzen. Und es geht darum, dass wir Menschen berühren, dass wir Menschen einladen und nicht in dieser Marketing-Drecks-Sprache völlig das Menschsein vergessen und die Menschen, die dahinter stehen, vergessen. Es geht darum, dass wir Seesterne sammeln. Und mit dieser Einstellung gelingt es dir, ist es viel leichter. Und schaffst du es auch sichtbar zu werden, weil du eben nicht nur Leads sammelst oder in der Marketingsprache untergehst? Für wie viele von euch ist also diese Geschichte oder dieses Bild eine Hilfe, um mit dem Verkauf sich anzufreunden, um zu sagen, hey, geiler Scheiß, ab heute sammle ich Seesterne. Ich mache eine Gruppe auf und lade Menschen ein. Und das funktioniert. Und wer den Wurm hat, der hat dann auch die Kunden. Denn wer für sich einen richtigen Wurm hat, der hat auch etwas, was ihm Spaß macht und was Kunden bringt. Genau das hatten auch Sabina, Natalie, Joyce, Mareike, Tina, Charlotte. Auch sie waren bei mir im Einzelcoaching, manche auch nur im Gruppentraining und waren sehr, sehr schnell schon ausgebucht. Ihr könnt diese Geschichten auch alle auf meiner Homepage sehen. Ich habe mit allen einen Erfolgsinterview auf YouTube gemacht, weil das glaubt mir sonst keiner, weil wirklich alle nach wenigen Wochen ihre Verkaufserfolge hatten. Nach wenigen Wochen heißt, nach 4, 5 Wochen nicht nur 10.000 Euro, nicht nur 20.000, sondern sogar 30.000, 40.000 Euro, wenn sie ihren Wurm hatten und mit diesem Wurm einladend waren und relevant waren. Und vielleicht sagst du, das ist ja genial, aber bei mir funktioniert das nicht. Oder du zweifelst oder du denkst, ich habe aber keine Zeit. Oder du sagst, ja, aber mein Kunde hat immer kein Geld. Das kann ich verstehen, aber es funktioniert. Das ist der Plan. Du brauchst einen Wurm. Du brauchst Klarheit mit deiner Zielgruppe, Klarheit mit deinem Angebot. Du bist präsent, du wirst gefragt und du wirst gekauft. So einfach ist das. Ich bringe euch die Sachen bei, die sowas von einfach sind, dass dein Verstand vielleicht sagt, so ein Quatsch. Wie viele von euch merken, dass das so einfach ist, dass du irgendwie innerlich gerade denkst, ja, das kann doch nicht sein und diese Bilder dazu und überhaupt, verkaufen muss doch schwer sein, sage ich nein. Verkaufen darf Spaß machen. Verkaufen ist sowas von einfach, von easy. Es braucht aber ein paar bestimmte Sachen der richtigen Reihenfolge. Du brauchst eben Klarheit mit deiner Zielgruppe, Klarheit mit deinem Angebot, Klarheit mit deiner Sichtbarkeit. Und dann wirst du es auch schaffen. Der Plan ist also, dass du ein stabiles Einkommen hast, ein Grundrauschen, dass du zusätzlich Cashflow hast für Investitionen, dass du immer mehr Selbstbewusstsein bekommst, mehr Lebensfreude, mehr Privatleben hast, mehr Zeit für dich und deine Kinder oder auch mehr Gesundheit. Wie viele von euch finden, dass es das ein guter Plan ist und wollen das auch? Die schreiben mal, guter Plan in den Chat. Und das ist der Plan. In meiner Akademie, die mittlerweile auch vom TÜV zertifiziert wurde, meine Akademie, die also auch ein staatlich anerkannter Bildungsträger ist, lernen die Teilnehmer, wie sie diesen Plan gehen mit Begleitung im Gruppentraining oder im Einzelcoaching, damit sie das wirklich erreichen. Wie viele von euch möchten gerne mehr erfahren über die Dinge, die wir tun? Denn du musst dir vorstellen, ich habe so viel in mich investiert, aber die Teilnehmer,
in meinen Trainings müssen nicht so viel investieren in sich. Wir haben zum Beispiel ganz viele Einladungen, die gratis sind. Zum Beispiel die Monatsausrichtung mit der Naomi. Die nächste ist am Sonntag, dem 3. Dezember, 10 Uhr. Wie viele von euch wären gerne dabei und würden sich das gerne mal anschauen? Dann kannst du es uns ja kostenfrei nachmachen, wahr oder wahr? Dann notiert euch bitte den 3.12., 10 Uhr, gleicher Zoom-Link. Wir werden dir dazu auch noch eine Einladung vorher per E-Mail schicken. Darfst dich nur nicht aus dem E-Mail-Verteiler austragen. Schau es dir an. Außerdem kannst du mit deinem Willen, alleine mit deinem Willen, dass du erfolgreich werden willst, nur aus diesem Willen heraus erfolgreich werden. Wenn du also noch zweifelst oder noch Ängste hast, wirst du es nicht schaffen. Deswegen bitte ich, trete wirklich an, um zu gewinnen und hol dir deine Kunden. Dann hast du ein Grundrauschen an Spaß, Freude und Erfolg. Du entwickelst immer mehr Selbstbewusstsein, hast immer mehr Spaß mit deinen Würmern, so wie die Mirja, und kriegst noch mehr Kunden. Das kann man eben alleine trainieren oder man hat die Bereitschaft, dass man das mit jemand anderem trainiert. Dann trainierst du diese Formeln, hast immer Einnahmen, zufriedene Kunden, die empfehlen dich weiter, bist frei und lebst dein Traumleben. Und das haben eben auch die Teilnehmer gemacht, wie Marion, Sandra, Salome, Britta. Das ist auch die Annette, die das im Dezember gemacht hat mit einem leckeren, saftigen, schmackhaften Dezemberwurm. Der ist so delicious. Dann hatte sie über 100.000 Euro Umsatz im Januar. Ist das nicht der Hammer? Und das passiert, wenn man das macht. Und da könnte auch dein Name stehen. Wie viele von euch hätten auch gerne diese Erfolge, dass ich auch mit dir ein Interview mache, dass du auch auf diese Erfolgswand kommst oder später sogar zu meinem Erfolgskongress, zu meiner Erfolgsparty, dass du einfach Einladungen annimmst und wir gemeinsam Spaß haben. Wie zum Beispiel hier, da trainieren wir und das mache ich kostenfrei mit den Teilnehmern die Überzeugungsformel und wir simulieren einen Junggesellenabschied. Wäre das nicht lustig, wenn wir mal zusammen aufs Münchner Oktoberfest gehen und T-Shirts anziehen, Team Braut, eine Braut dabei haben und auf die Leute zugehen mit der Überzeugungsformel und ganz viele Sachen verkaufen? Die Teilnehmer haben dort teilweise 150 Euro oder mehr in einer Stunde verdient durch das Verkaufen von lustigen Plastebrillen und diesen Bändern. Und das war voll witzig. Und dazu lade ich euch gerne ein. Oder zu einem Treffen in die Therme Erding. Das ist alles kostenfrei, was ich euch hier erzähle. Am 15.12. treffen wir uns ab 16 Uhr im Haupteingang in der weltgrößten Therme. Und da erlebst du eine Gruppenmanifestation, Sauna, Eisbaden, Abendessen, alles mit mir und wirst lernen, wie du deine Ziele manifestierst. Und das ist so wertvoll. Wer möchte, kann auch schon 15 Uhr kommen. Wir nehmen uns sogar die Zeit und schauen uns dein Instagram-Account an und gehen mit dir deine Online-Sichtbarkeit durch und beantworten deine Fragen. Denn ich frage mich immer, was könnte dir helfen? Was wird Menschen helfen, diese Transformation von diesem Klein-Klein endlich zu durchbrechen und endlich zu akzeptieren, dass da oben kein Deckel ist, dass man nur springen muss, dass man das Springen wieder lernen muss? Und deswegen gehen wir auch ins Eisbad und transformieren diesen Klein-Klein aus dem Körper. Und einmal im Monat lade ich auch zu einem Workshop ein, wo ich immer die Würmer vorstelle. Die Würmer, die all meinen Kunden helfen. Glaubst du, es könnte dir helfen, wenn du dort von 100 Teilnehmern, die verraten dir dort ihre Würmer, den Novemberwurm, den Dezemberwurm, den Januarwurm, den Frühlingswurm, den Sommerwurm, einmal im
Monat gebe ich diesen Workshop. Der nächste ist jetzt schon am Samstag, den 11.11., 10 bis 13 Uhr. Und dies ist sozusagen eine Masterclass, der findet jeden Monat statt. Du musst nur einmal den Zugang zahlen und du wirst jeden Monat eingeladen. Normalerweise kostet der 799 Euro. Doch falls heute jemand dabei sein will, wie verrate ich euch am Ende, könnt ihr ab 39 für nur 39 Euro per einer Zahlung. Du zahlst nur einmal 39 Euro, wirst jeden Monat eingeladen. Du bekommst den Dezemberwurm wie die Annette, wie die Sabine, wie die Britta. Die machen das ja alles mit den Würmern. Ja, den Würmer gibt es im Workshop. Und manche, die mit mir weitergehen wollen, und ich weiß, einige von euch werden sich auch dafür interessieren oder sich fragen, die sind bei mir im Gruppentraining. Ja? Die trainieren im Training die universellen Gesetze, das Millionärs-Mindset, das Bewusstsein, die Fülle, die Liebe, die Freude, diese Schwingung. Wir erhöhen die Schwingung viermal die Woche. Wie viele von euch können sich vorstellen, wenn ihr viermal die Woche mit mir zusammen seid und eine halbe Stunde in die hohe Schwingung geht und euch so fühlt wie ein Riese, wie ein Superverkäufer, wie ein Held, wie du dich halt fühlen willst, einfach wie ein Held, der es schafft, Menschen anzusprechen, wie ein Supercoach, wie auch immer, dass du dann auch viel leichter hast mit deinen Stories, mit deinen Videos, mit deiner Sichtbarkeit, denn wir kreieren ja von innen nach außen, wahr oder wahr? Und ich erzähle euch auch am Ende, wie ihr da rein könnt, falls es für den einen oder anderen von Interesse ist. Ich biete außerdem auch eine Ausbildung an zur Thermentransformation, wo wir mit einer Gruppe in die Therme gehen und ich denen, die sich dafür interessieren, meine Techniken beibringe. Es ist eine einzigartige Ausbildung, die gibt es auf der ganzen Welt nicht. Die findet nur in der weltgrößten Therme statt, in der Therme Erding. Das ist die weltgrößte Therme und da lernst du meine Techniken kennen. Da machen wir hier eine Gruppenmanifestation, so sieht es aus, die ich euch auch am 15. Dezember kostenfrei mit euch mache in der Therme. Und wir machen auch eine Bus-Kick-Off-Tour. Stell dir mal vor, wir wären 7 Tage gemeinsam unterwegs. Ich zeige den Teilnehmern meine Heimat Dresden. Wo ist die Anne zur Schule gegangen? In welchem Neubaublock hat sie gewohnt? Wo war sie? Ist sie unterwegs gewesen? Ihr lernt meine Mutter kennen. Dann fahren wir nach Berlin. Dort lernt ihr das Crowne Plaza Hotel kennen, wie ich dort verkaufen gelernt habe. Wir machen lauter lustige Aktionen, dass ihr die Formeln trainiert. Wir gehen zur Blumengroup. Wir machen zusammen Wellness, Gruppenmanifestation. Und das Ganze findet den krönenden Abschluss in Erding. 2 Tage in der Therme Erding. Und das ist der Hammer. Wir haben für diesen Bus nur noch 7 Plätze frei. Und wir haben auch nur noch 5 Plätze im Einzelcoaching und 15 im Gruppentraining. Falls jemand von euch gerne mehr darüber erfahren möchte, falls jemand sagt, und jetzt bin auch ich an der Reihe, auch ich darf jetzt springen, auch ich will diesen Weg gehen, auch ich will meine Umsätze, auch ich will die nächsten 3 Monate mindestens 10.000 Euro verdienen oder meinen Umsatz verdreifachen, auch ich will meine inneren Wunden heilen, auch ich will endlich von Mangel in die Fülle, ich will endlich vom Käufer-Mindset ins Verkäufer-Mindset, dann lade ich euch ein, dass ich mir die Zeit nehme und wir zwei heute oder morgen oder übermorgen noch gemeinsam telefonieren. Das ist alles in einem Telefonat, wo ich mir 15, 20 Minuten Zeit nehme, deine Positionierung mir anhöre, dein Angebot mir anhöre, all die Dinge, die wir besprochen haben, dass wir entscheiden können, ob das, was du da machst, überhaupt erfolgsversprechend ist, ob das überhaupt geht. Und dann werden wir auch gemeinsam eine Sache finden,
wo du mit mir weitergehen kannst. Und wenn es nur der Workshop ist für 39 Euro oder du möchtest ganz schnell ganz große Erfolge wie die Annette Himmelstoß oder die Joyce oder die Natalie oder die Sabina für Gruppentraining oder Einzelcoaching. Es gibt nur eine Spielregel für dieses Telefonat. Du bietest etwas Gutes an. Du kannst selbst entscheiden, bist überhaupt bereit, in die Sichtbarkeit zu gehen. Also nimm bitte nicht das Telefonat in Anspruch, denn ihr wisst, ich bin eine Mama und ich möchte in erster Linie eine gute Mama für meine Kinder sein. Und da ist meine Zeit mir immer noch das Wichtigste. Also nehmt bitte das Telefonat nur in Anspruch, wenn du wirklich bereit bist, in irgendeiner Form mit mir weiterzugehen und mit mir zu sprechen, wie du mit mir an deiner Seite weitergehen kannst und wenn du auch am Ball bleibst. Denn ich telefoniere mit dir. Diesmal bin ich dran, nicht mein Team. Ich möchte dich kennenlernen und mit dir deinen maßgeschneiderten Anzug machen. So wie die Susi, die war in der Ausbildung der Therme und die wollte, ihr müsst euch vorstellen, Susi ist Coach. Und Susanne hatte ihre drei Söhne verloren. Und nichts ist für eine Mama schlimmer, als dass die Kinder vor ihr sterben, war oder war. Sie hat ihren Ehemann verloren. Sie war völlig verzweifelt alleine. Sie hatte keine Wohnung mehr. Sie lebte in ihrem Wohnmobil. Sie hatte ihren Hund. Und sie kam zu mir und sagte: Anne, ich nehme all mein Geld. Ich gehe in deine Ausbildung. Ich will das lernen mit der Gruppenmanifestation, mit deinen Techniken. Und dann haben wir für sie einen Mann manifestiert. Sie hatte bereits in der Therme Erding eine Telefonnummer. Niemand sonst, aber Susanne. Und Weihnachten rief sie mich an und sagte: Anne, ich komme nicht mehr ins Coaching. Ich arbeite am Weihnachtsmarkt mit meinem neuen Freund. Und sie hat einen Partner, den hat sie heute noch. Ist das nicht der Hammer? Das ist also nur was für Menschen, die so mutig sind, die bereit sind, wie alle meine Teilnehmer, auch die Thermenwoche, wenn du bereit bist, auch aus dieser Ruhe, aus dieser Entspannung deine Kunden zu gewinnen. Wenn du bereit bist für Leichtigkeit, wenn du noch im Kopf bist und sagst, ich muss kämpfen, du musst mir jetzt sagen, was ich tun soll, gib mir jetzt den Plan, ich muss jetzt sofort Kunden gewinnen, dann telefonier bitte nicht mit mir. Ich habe keine Lust, mit Mangelmenschen zu telefonieren, mit Menschen, die so in der Schwere sind, weil ich kann dir nicht helfen, weil du kriegst keine Kunden aus der Schwere. Ich kann dir auch nicht helfen, Kunden zu überreden, Kunden zu finden, sondern ich kann dir helfen, dass du dir eine Community aufbaust, dass du dir deine eigenen Kunden aufbaust, indem du Vertrauen aufbaust. Wir bauen dir ein großes Schloss. Und das dauert eine Weile. Ich helfe dir nicht jetzt sofort, irgendwo einen Kunden herzuziehen. Das funktioniert nicht. Also nimm bitte nur das Telefonat in Anspruch und ich stelle es euch gleich in den Chat, falls ihr euch schon fragt, wo das ist. Ich stelle euch gleich einen Link in den Chat. Da könnt ihr es buchen, noch für heute Abend oder morgen oder übermorgen. Ihr könnt das Telefonat nutzen, wenn ihr Interesse habt am Workshop, jetzt am Samstag, wenn ihr Interesse habt an der Bus-Kick-Off-Tour. Wenn ihr dazu Fragen habt, aber wirklich Interesse habt. Denn wir fahren das erste Mal mit diesem Bus. Es ist eine Coaching-Bus-Tour. Die hat die Welt noch nicht gesehen. Denn ich habe auch mal bei einem Reiseveranstalter gearbeitet. Und ich werde in diesem Bus die Menschen coachen und transformieren. Und diese Bus-Tour hat einen Wert von normalerweise 7 Tage. 3.997 Euro, inklusive Bus, inklusive Blumen Group. Du musst nur dein Hotel, dein Essen und Trinken bezahlen. Wer heute Interesse hat, ihr Lieben, das gibt es wirklich nur heute. Das spreche ich heute das erste Mal aus. Wenn du das Telefonat nachher buchst, kannst du an der Bustour dabei sein für nicht 3.997 Euro,
sondern für nur einmal 666 Euro oder sogar für Ratenzahlung, falls du auch keine 666 hast. Denn ich weiß, Menschen, die nicht verkaufen können, die haben meistens kein Geld. Ich habe mich also für eine sehr unglückliche Zielgruppe entschieden, wahr oder wahr? Ich hätte auch sagen können, ich nehme alle die, die schon gut verkaufen, aber die noch nicht automatisieren. Ich nehme alle, die schon 30.000 Euro monatlich verdienen, aber noch gestresst sind. Aber nein, ich habe mich für die entschieden, die sich super gut haben ausbilden lassen, die bereit waren, durch ihre Ängste zu gehen, die so viel Zeit und Geld in sich investiert haben, weil sie anderen Menschen helfen wollen. Und ich möchte dir helfen, dass du helfen kannst, dass du in den Genuss kommst, Kunden zu gewinnen. Deswegen fahre ich mit dem Bus und ich sage euch, ich mache das nicht, weil ich 7 Tage nicht zu Hause bei meinen Kindern sein will. Denn ich lebe hier alleine mit meinen Kindern. Die sind 7 Tage alleine. Auch wenn ich jetzt die Thermenwoche mache, kommt extra meine Mutti aus Dresden und die kann auch nicht 7 Tage kommen, die kommt nur 3 Tage. Ich mache das für meine Community, für die Menschen, die sagen, Anne, das, was du hier ablieferst, ist geil. Ich will 7 Tage mit dir zusammen sein oder ich will irgendwas. Lass uns telefonieren, bastel mir irgendwas, mach mir irgendwas, dass ich mehr von dir lernen kann und mit dir was machen kann. Und das Witzigste, ihr Lieben, das muss ich euch noch sagen, wird eine Kreuzschifffahrt sein, wo ich euch helfe, auf dem Schiff Kunden zu gewinnen, indem wir dort an der Bar sitzen und mit der Weiterempfehlungsformel deine Community aufbauen. Das Gleiche machen wir übrigens auch bei der Bustour. Also alle, die mit mir zusammen sind, bekommen Kunden. Du kriegst bei mir im Gruppentraining Kunden durch die Übungsräume, durch die Weiterempfehlungsformeln. Du kriegst auf der Bustour Kunden. Du kriegst sogar, wenn du mich auf einer Messe besuchst, wie beim Omco, Kunden. Du musst nur mit mir zusammen sein und diese Formeln anwenden. Und deswegen machen wir auch eine Kreuzschifffahrt nächstes Jahr im September. Die Route, der Termin ist noch nicht 100%, aber wer diese Kreuzschifffahrt mit mir macht, wird an der Bar mit mir stehen und Kunden gewinnen. Das Gleiche machen wir im Hotel. In Dresden im Maritim Hotel, in Berlin im Crowne Plaza Hotel und in der Therme. Du wirst immer Kunden gewinnen, weil wir gehen auf die Menschen zu. Wir machen kein Blabla. Und deswegen, für wen das jetzt wichtig ist, wer jetzt sagt, jetzt bin ich auch an der Reihe, jetzt will ich das auch machen, mit der Anne gemeinsam machen. Ich will meinen Weg finden, meinen authentischen Weg. Ich will meine Umsätze in den nächsten 3 Monaten verdreifachen oder überhaupt das erste Mal Umsätze haben. Denn jetzt ist die geilste Zeit, ihr Lieben. Jetzt kommen die Würmer, die saftigen Würmer, die sind erprobt, die sind getestet. Wir machen das jetzt schon zum wiederholten Male. Hunderte vor euch haben das schon geschafft. Und dann schaffst du das auch. Deswegen stelle ich euch jetzt den Link in den Chat. Ihr könnt euch jetzt ein Telefonat sichern. Bucht euch dort ein Telefonat. Es ist kostenfrei. Ich spreche mit dir persönlich und werde mit dir maßgeschneidert einen Weg finden, sodass du da rauskommst. Alle, die schon im Workshop sind, die den schon einmal gebucht haben, ihr werdet sowieso wieder eingeladen. Ja, den Workshop musst du wirklich nur einmal buchen. Und dann hast du wie Tanja, wie Margret, wie Jasmin, wie meine Martha Anna, die war schon so oft in der Therme dabei, die hat selber schon in der Therme dann auch diese Ausbildung angeboten. Es funktioniert, ihr kriegt von mir alles. Ihr kriegt sogar ein komplett fertiges Mindset-Training, was ihr verkaufen könnt, mit PDFs, mit Lernvideos. Ihr kriegt die universellen Gesetze, ihr kriegt Texte, ihr kriegt den kompletten Dezemberwurm, den ihr weiterschicken könnt an eure Interessenten und wie ihr am Ende verkauft. Es ist alles vorbereitet. Es ist eine Arbeit der letzten 5 Jahre. Du sparst dir Arbeit, Zeit und Geld. Aber ich nehme nur die mit, die sagen, hey, ich bin bereit, das erstmal zu besprechen, telefonisch.
ein maßgeschneidertes, ja, Konzeptangebot zu machen. Denn du bist individuell. Du passt vielleicht nicht in den Workshop. Du passt vielleicht nicht in die Therme oder zum Junggesellenabschied. Aber vielleicht passt du woanders rein. Und dann finden wir eine individuelle Lösung. Wer also Bock darauf hat, auf eine individuelle Lösung, oder wer Bock hat auf Gruppentraining viermal die Woche, sichert euch das Telefonat. Dann hast du stabiles Einkommen, mehr Cashflow, mehr Selbstbewusstsein, Lebensfreude, Privatleben. Es wird sich alles verändern. Du gehst in die Veränderung. Sei also bereit für Veränderung. Sei bereit für Kunden. Sei bereit für Sichtbarkeit. Sei bereit, am Ball zu bleiben. Sei bereit, dich mit mir immer und immer wieder zu treffen. Online und auch mal offline. Also auch mal in Erding oder in München oder in Berlin oder in Dresden. Alle meine Kunden lade ich auch nach Dresden ein, liebe Margit. Ja, wenn wir in Dresden sind, bekommst du die Info, wo wir uns wann treffen. Ja, alle meine Kunden sind in meinem innersten Kreis und können zu mir kommen und wir treffen uns. Denn wir brauchen uns. Es geht nicht nur online. Es ist ein Bewusstsein. Dieses Bewusstsein kann ich dir nur übertragen, wenn wir uns auch live sehen. Bei wie vielen von euch macht das Sinn? Ich bin noch nie durch ein Buch erfolgreich geworden. Ich bin noch nie durch einen Online-Kurs, durch ein Video reich geworden. Auch ich brauchte diese Connection, diese Verbindung. Deswegen war ich auf Costa Rica mit meinem Mentor Damian Richter. Deswegen saß ich bei Kurt Tepperwein in seinem Wohnzimmer, auf seinem goldenen Sofa, in seinem goldenen Raum. Deswegen war ich auf der Bühne bei Hermann Scherer, beim Onko. Deswegen gehe auch ich immer los. Und tut mir das weh? Ja, es sind Wachstumsschmerzen. Habe ich dabei Schuldgefühle als Mama meinen Kindern gegenüber? Ja. Kann ich zum Beispiel nicht immer beim Handball zuschauen, bei meiner Tochter? Nein. Macht mich das manchmal traurig? Ja. Lohnt sich das aber langfristig gesehen für mich und meine Kinder? Ja. Und darum geht's. Bist du bereit, kurzfristig mal die Arschbacken zusammenzukneifen, kurzfristig durch diesen Schmerz zu gehen, kurzfristig in die Sichtbarkeit zu gehen, kurzfristig zu sagen, ja, ich mache das jetzt, ich mache das. Ich übe wieder Springen, wie die Flöhe. Wir müssen das wieder üben. Da ist kein Deckel, da tut nichts weh, es tut nur hier im Kopf weh. Die Konditionierung, wir denken leider, da ist was, da ist aber nichts. Die Fülle ist für uns alle da. Und deswegen lade ich euch ein, mit mir zu telefonieren. Okay, ich schaue mir auch dein Reel an, liebe Margit. Ich gucke jetzt mal, ob mein Kalender noch Termine frei hat für euch. Ihr könnt. Euch Termine sichern. Wie viele von euch möchten denn gerne mit mir in die Therme? Genau, Margit, du brauchst keinen, glaube ich, keinen Termin, ne? Wir haben schon mal telefoniert. Elke möchte gern. Dann zeige ich euch das mal. Ihr klickt einfach auf diese Seite. Wenn ihr auf diese Seite klickt, kommt ihr hier auf diesen Kalender. Da gehst du zum Beispiel jetzt noch auf den 8. Ui, ist nur noch hier ein Termin. Das ist ja ein Ding. Ich gucke mal. Genau, dann schnappst du dir diesen Termin. Oder
Du schaust, wo hier noch ein Termin frei ist und sicherst dir einen dieser kostenfreien Telefonate. Und ich mache halt jetzt die Aufzeichnung an. Ich danke euch allen, auch für alle, die sich das als Aufzeichnung anschauen. Schaut einfach nach, ob noch ein Termin frei ist. Ich gebe immer so viele frei, wie ich auch wirklich Zeit habe.